So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Pal World. Ja, wir sind hier in der Farmbasis. Hatten letztes Mal, und da muss ich zu sagen, sorry, dass ich jetzt gestern beziehungsweise auch vorgestern keine Videos kamen, also Samstag, Sonntag. Ich habe leider es nicht geschafft, zeitlich da noch zwei Folgen aufzunehmen. Sorry dafür. Aber wie gesagt, dadurch, wir haben jetzt in dem Sinne vor letztes Mal den Axel und mit seinem Obsurg platt gemacht endlich. Mit Hilfe von Raketenwerfern ohne Ende. Natürlich, aber okay. So. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 Eier sind hier am Schüssel. Und wir sind gerade gewesen bei. Oder habe gerade geöffnet. Deins. Jo, 5 Eier. Das passt. Jetzt müsste ich allerdings mal die Chilled Ignis weitermachen. Oh, Timer muss ich auch mal starten. Weil die sind jetzt soweit fertig. Da fehlt jetzt die Torte. Also. Ne? Das bedeutet, wir schmeißen jetzt einfach mal kurz hier das da und das da aus der Basis raus. Ne? Weil Normalwolle haben wir ja auch damit. Und holen uns die Chilled Ignis. Da. Sind sie ja. Ich habe tatsächlich nur ein weibliches Chilled Ignis. Deswegen müssen wir das nehmen. Doroja. Komm. Und. Unermüdlich. Was war unermüdlich? Maximalausdauer. Okay. Wildfang war Maximalausdauer auch. Und dann ist es ja eigentlich relativ Wumpe, welches wir nehmen. Nehmen wir mal das da. Und schmeißen es da herein. So. Dadurch müsste das passen. Genau. Und wir brauchen. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Kuchen. Die wir da erstmal reinschmeißen. So, dann fangen die an. Jo. Gut. 8 Kuchen ist ja schon mal gut. So. Das da, das da. So. Müssen wir mal weiter gucken, weil, ne, wir müssen ja auch irgendwie wo was noch verbessert hinkriegen alles. Weil es kann nicht ansehen, dass wir hier im Grunde fast schon Stillstand haben. Ne? In der Hinsicht. Das lassen wir mal und machen stattdessen. Ach, mir fehlt die Milch, okay. Ich glaub, davon habe ich noch ordentlich was da. Nee, wir machen doch das da. Weil. Ah, das Ding schmeißen wir auch rüber. So. Gucken wir mal. Wir brauchten nämlich erster Linie einen Gefrierzer kleinerer. Der kommt aber auch erst beim nächsten Ding.
beim nächsten Teil, wo auch der Schwefel, die Schwefelmine ist. Das ist natürlich, ne? Wichtig und richtig ist. So, gucken wir mal. Danke. 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 Kann ich Plastall lassen? Machen wir mal hier, ne? Plastall. Brauche ich da eigentlich Panominium? Also einiges am Panominium-Erze bräuchte ich eigentlich. Natürlich immer ein bisschen doof, wenn wir zu wenig von irgendeinem Erz haben. Ja, also hier von den Bruchstücke, dies, das, ne, ist alles immer ein bisschen doof. Was ich auf jeden Fall gerne haben wollen würde, wäre der Plastahl, Helm zum Beispiel, ne? Die Brille könnte ich auch gut gebrauchen, rein theoretisch, aber eher, ne? Und natürlich brauchen wir auch noch Schießpulver. Und für Schießpulver brauchen wir Schwefel und Steinkohle. Beziehungsweise Kohle allgemein. Problem ist, und das ist, dass die wir haben nur eine Schwefeldings. Muss ich kurz mal gucken. Ich hätte mir schon längst eine Steinkohleader bauen können. What the fuck? Habe ich gar nicht mitbekommen. So, wir brauchen 70 Steine, 100 Kohle, Steinkohle und 30 von den Dings. Hundert Kohle. Dreißig davon. Und 70 davon. Ja, ich weiß nicht, ich bin dann überladen, aber will das Ding gebaut haben. Dann habe ich wenigstens drüben in dem Ding, in dem Lager, wenigstens auch einen Steinabbau, Steinkohleabbau. Weil wir haben hier Holz, wenn wir von so gehen, ne, da sind die Farmen, da ist die Erze, da ist Stein und Holz. So. Aber Steinkohle haben wir noch gar nicht. Dann bauen wir uns jetzt hier drüben hin. So. Machen wir hier einmal kurz. Nee, C. Genau, C war das. Und zwar du. 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 Beziehungsweise, ja. Kannst sagen. So. Du. Das lassen wir mal. Stromgenerator. Machst du mal. Großer Generator. Obwohl eigentlich können die Dinger auch raus. Die Dinger ebenfalls raus.
wichtig ist mir beim dass ich halt ein paar auch bei der Steinkohle habe. Das heißt, du Steinkohle, du Dings, du Erz. Dass ich die drei ein bisschen darauf aufgeteilt habe, wenigstens. So. Beziehungsweise. Ja. Ne? So dass ich auch Steinkohle wenigstens noch dann habe. Machen wir mal, da. Aluminiumbruchstücke, okay. Okay. Dann haben wir wenigstens schon mal auch die Steinkohle. Ne, also. Wenigstens auch mal die Steinkohle nochmal. Was gesammelt wird. Das ist schon mal etwas. Schwefel kommt da auch noch mit zu später. Was ich auf jeden Fall noch bräuchte, wäre halt hier so eine Reinquarzbasis. Weil das dafür haben wir ja noch kein wieder. Weil dafür haben wir ja dann keine Abbaustelle in dem Sinne, also keine Mine. Das heißt, ich muss noch mal kurz schauen hier, dass ich ein bisschen das, ein bisschen. Nein, falsch. Davon unten. Dann davon mitnehme. So mache. Ach, scheiße. Ich glaube, ich habe die falsche Rüstung an. Okay, das wird nichts. Das wird so nichts. Ist zu viel Gewicht. Ist zu viel Gewicht. Ernsthaft. Kommt jetzt ein Shiny. Ruby. Shinies bringen nämlich auch noch Dings. Hier auch noch. Oh, ich habe aus Versehen meinen Salat weggepackt. Die Shinies bringen antike Bauteile. So. Oder antike Technikteile. In dem Sinne. Ne? Zack. Das ist ja wenigstens etwas. Zudem manchmal auch bessere Werte, was also von den Dingswerten her. So, okay. Also, wenn ich mir jetzt mal gucke, wir brauchen ein Paluminium-Ding, also pro Ding nehmen wir einfach mal 10 mit. So, ne? Weil dann kann ich hier einmal schnell mit Jet Dragon langfliegen, dann mache ich wieder eine Quarz-Basis dorthin. Wie gesagt, ich hatte damals, wo ich das ja alles aufgegeben habe und so gedacht, dachten meine Einstellungen wären dahingehend so, dass ich,
nur eine Basis, mit drei Basen bauen konnte. Also, dass ich keine Dingsbasis habe. Hinten ist meine andere Basis. Sie sieht man so schön. Ein Wamwern-Quist. Wollte mal gucken, ob ich den fangen kann. Den Wannwürm-Quist. Hier drüben soll das sein. Hier drüben habe ich eine Stelle markiert. Ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also hier oben wäre eigentlich okay, würde ich sagen, ne? So. Holzfundament werde ich nicht. Ich muss aber erstmal ein bisschen Stein abbauen. So, ich brauche noch irgendwie Steinfundamente, ist das eher. Alles. Ne, neun Erzdinger sind nicht schlecht, muss ich zugeben. Aber ich würde den ungerne einfach so hinbauen wollen. Also. Da muss ich gucken, ob ich irgendwo Steine oder so noch finde, die ich jetzt schnell machen kann, beziehungsweise dann gegebenenfalls, was bist du denn hier? Sieht mir verdächtig aus. Der Aufweg. Bild. Ich hole noch ein paar Steine. Teleporter da. Aber wenn ich jetzt eine Plattform will ich da bauen, am besten. Sodass ich wenigstens noch ein bisschen Ebene den ganzen Spaß habe. Guck mal, 200 Steine sollten. Das sind zu schwer. Komm, mal hier. 32. 32 müssen halt die 32 reichen. So. Weil, wie gesagt, ich würde gerne eine Plattform da drauf bauen wollen, damit ich hier nicht unnötig das alles, ne, kleinhauen muss. Mal ich hier dann wenigstens dann Plattform auch abschließen kann von um die Seiten rum. Also mit Wänden versehen kann, so dass die nicht runterfallen. Die Pals. Ernsthaft?
Ja. Naja, von der Seite ist alles drin, das ist schon mal gut. Auf der Seite muss ich es halt dann abbrechen, sage ich jetzt mal, abbauen. Ja. Ja. So. Wird dann nämlich dann ganz einfach hier einmal um die ganzen, um den ganzen. Ah, okay, jetzt haben wir keine Steine mehr. Den noch mal weg, dann schmeiße ich mir hier erstmal nur eine kleine Kiste hin, wo ich das alles reinschmeiß. Und hol mir einmal schnell Material. Wie gesagt, es wird eine kleine Basis. Das wird, da werden vielleicht 5 Pals drin sein oder so. Beziehungsweise vielleicht sogar 6, aber mehr auch nicht, ne? Also groß, keine großen Palmengen, sage ich jetzt mal, wie jetzt hier. Sind 15. Einfach damit wir hier ein bisschen die Erze haben. Nur rein Quarz sammeln sozusagen. Beziehungsweise ein bisschen Eisen ist hier ja auch. Ja. Lassen wir mal so, dass die hier runter können und abbauen können. So. Nicht. So, 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 so. So. Ne, wie gesagt, das wird hier im Grunde eine Basis, um halt hier ein bisschen Reinquarz abzubauen.
Noch nicht. Da können wir noch einen ransetzen. Da nicht, da nicht. Auch nicht überall, aber da können wir noch was ransetzen. So dass sie überall mal so ein paar kleine Treppen haben, wo sie hochkommen, wenn sie hier die Erze abgebaut haben. Ne, weil das alles will ich ja abgebaut haben. Aber anscheinend haben wir jetzt soweit. Das heißt, wir gehen einmal von dem Eck hier komplett einmal die Wandrichtung durch, so dass wir hier wenigstens schon mal eine Wand haben. Damit wir nicht Sonne dahin. Weiß gar nicht. Müsste nicht. Es reicht Sonnewand, also da brauche ich jetzt keine Dingswand. Es reicht da Sonnewand. Die wird funktioniert nicht, sonst zerfällt mir die Wand. Da würde mir die Wand nämlich zerfallen, wenn ich die gebaut hätte. Okay, das Ding funktioniert auch nicht, das heißt... Ja. Das Ding auch nicht. Ernsthaft. Dann muss das so sein. Gut. Ich meine mal, da kann man ja auch schon fast hochlaufen. So. Wir holen uns mal aus dem Lager noch ein bisschen Eisenerz in Truhe und so. Warte mal, was brauche ich für eine Dingstruhe? Nägel, ne? Nägel. Die Truhe schmeißen wir einfach mal dahin. So. Du bist, mach mal. So. Gut, ich würde sagen, das ist schon mal, ja, für den Anfang ganz okay. Wir haben hier 9 Reinquarz Erzbasen, Erze, ne, das ist schon mal ein bisschen was. Plus ein bisschen Baum, plus eine Eisenerzding. Könnte uns noch ein bisschen Material liefern. Ich würde sagen, das war's aber erstmal für diese Folge mit Palwald. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Wenn es denn weitergeht, hier an dieser Stelle.